Na, da könnten doch auch wir Menschen neidisch werden. So ein zarter Kuss. Und er signalisiert Zuneigung. Wie bei uns. Menschenaffen sind uns so ähnlich. Sie können trauern und sie sinnen sogar auf Rache. Auch genetisch gleichen sich Mensch und Menschenaffe zu fast 99%. Da bleibt die Frage nach der Grenze. Sind Affen wirklich Tiere und warum? Wo unterscheiden wir uns und wo sind die Übereinstimmungen verblüffend? Und wie sah er überhaupt aus, unser gemeinsamer Vorfahre? Können wir etwas über unsere Urväter erfahren, wenn wir die Menschenaffen von heute studieren, also uns direkt vergleichen mit Gorillas, Orang-Utans und Schimpansen? Und damit hallo und herzlich willkommen zu Planet Wissen. Also Birgit, ich weiß nicht. Mit dem soll ich verwandt sein? Ich meine, okay, die Größe würde vielleicht hinkommen, aber so. Du brauchst nicht so schadenfroh zu gucken, weil das ist ja auch dann letztendlich deine Verwandtschaft, meine Liebe. Ich weiß. Ja, ich weiß, ich würde meine Verwandtschaft auch nie verleugnen, lieber Dennis. Aber es ist ja irgendwie schon komisch, wenn es heißt, die Affen sind menschlich, dann ist das als Kompliment gemeint. Aber wer uns Menschen nachsagt, wir sind affig, der verspielt sich damit durchaus Sympathien. Ja, das stimmt. Allerdings ist es unglaublich faszinierend, sich mit Menschenaffen zu befassen. Das werden Sie feststellen, wenn Sie jetzt die nächsten, sag ich mal so 60 Minuten dranbleiben. Denn es ist wirklich ein sehr spannendes Thema, was wir heute haben. Unser Gast hat auf jeden Fall genau das getan, obwohl er eigentlich als Paläoanthropologe gar nicht viel mit Menschenaffen zu tun hat, sondern eher mit unseren Vorfahren von mehreren Millionen Jahren zuvor. Oliver Sandrock, herzlich willkommen. Hallo. 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 Bevor wir jetzt gleich auf Ihre näheren Erfahrungen mit einer Schimpansendame eingehen, muss ich jetzt erstmal noch eine Frage loswerden. Also kürzlich habe ich mal in so einem Filmausschnitt gesehen, da hat ein Junge seinen Freund gefragt, wenn der Mensch vom Affen abstammt, dann müssten doch heute eigentlich alle Affen Menschen sein. Die Frage ist, stammen wir überhaupt vom Menschen, vom Affen ab? Nein, wir stammen nicht vom Affen ab. Wir haben gemeinsame Vorfahren und aus denen entwickeln sich vor circa 5 bis 7 Millionen Jahren zum einen unsere nächsten Verwandten, die Schimpansen, und auf der anderen Seite wir, Homo sapiens. Also dann nochmal eine Frage von diesem Jungen aus dem Film. Was haben die Affen Schlimmes gemacht, dass sie immer noch Affen sind? Glauben Sie denn, dass so ein Affendasein tatsächlich so schlimm ist? Nein, das ist nicht schlimm. Sie leben in Ihrem Lebensraum. Wir haben die Welt in so wie jedem Lebensraum besiedelt. Wenn man sich allerdings anguckt, wie klein die Populationen von Menschenaffen geworden sind, dann ist schlimm eher eine Untertreibung. Und da sind wir nicht ganz unschuldig dran. Ja, das ist richtig. Aber das ist natürlich noch mal ein anderes Thema dann. Ein Paläoanthropologe beschäftigt sich letztendlich mit der Entwicklungsgeschichte des Menschen. Wir haben hier ein sehr frühen Vorfahren von uns, das ist der Homo rudolfensis, der Mensch vom Rudolfsee, sozusagen, also nach einem Ort in Kenia benannt, wo man ihn gefunden hat. Vor 2,5 Millionen Jahren soll er gelebt haben. Was denken Sie, haben die wirklich so ausgesehen? Diese Büste, wie Sie sie hier sehen, ist ein subjektives Bild. Sowohl Haare als auch Augenfarbe, das können wir nicht rekonstruieren. Aber der Schädel, der dieser Rekonstruktion zugrunde liegt, der ist gefunden worden 1972. Und was ihn so effig macht, ist das Vordergesicht, was sehr weit heraussteht. Und das lässt ihn an einen Affen erinnern. Unser Gesicht steht nicht mehr vor. Das ist halt Evolution. Die frühen Formen hatten diese weit vorstehenden Gesichter. Aber wenn man so einen Fund gemacht hat, so einen Schädelfund, dann ist das schon revolutionär. Denn zum Großteil finden wir wirklich nur kleine Knochenfragmente oder Einzelzähne. Also Ihr spezielles Forschungsgebiet sind eben nicht die Menschenaffen, sondern wie gesagt ja unsere Vorfahren, also die ganz weit zurückliegenden. Trotzdem haben Sie zusammen mit einem Kollegen von uns, Axel Wagner, ein interessantes Filmprojekt für den SWR gemacht und versucht zu erkunden, wo die Grenze zwischen Affen und Menschen sein könnte. Wie haben Sie sich diesem Rätsel genähert? Das war ein super interessantes Projekt. Der Axel Wagner kam auf mich zu und sagte, ob ich Lust auf den Film hätte. Und dann habe ich gesagt, oh ja. So, als ich dann hörte, dass da ein Schimpanse im Spiel ist. Und ich fand es total neu und innovativ, Evolution des Menschen mal mit einem Schimpanse zu beleuchten. Auf der einen Seite wir, Homo sapiens, auf der anderen Seite Schimpanse. Und dazwischen die Bindeglieder. Und nicht nur uns und die Bindeglieder. Und ich meine, wir mussten viel lernen. Die Schimpansin hieß Sina oder heißt Sina. Sie wusste viel von uns und wir haben auch eine Menge von ihr gelernt. Und das waren spannende Dreharbeiten. Wir werden sie gleich sehen in einem Film. Vorher vielleicht noch die Frage, wenn wir jetzt die Evolution uns angucken, bei Affen als auch bei uns Menschen, da unterscheiden wir uns doch schon kurz angerissen. Wir gehen davon nachher noch drauf ein. In der Ernährung ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja, von den drei Menschenaffen, Orang-Utan, Gorilla und Schimpanse, frisst der Schimpanse alles. Wir nennen das Omnivore. Der frisst Fleisch als auch Früchte. Wenn man jetzt Schimpanse und Gorilla sich anguckt, als ziemlich nah mit uns Verwandte, sind das beide Früchtefresser. Nur ist es beim Gorilla so, dass der, wenn die Früchte ausbleiben, wenn er die nirgendwo findet, weil die Jahreszeit sich ändert, dann isst der auch Stängel und Blätter, also härtere Nahrung. Mhm. Und er fährt letztendlich ganz besonders darauf ab, wenn sein Gegenüber, wie Sie, auch was Leckeres zu essen auf dem Teller hat. Da gibt es einige nette Szenen aus diesem Film und die möchten wir Ihnen jetzt gern zeigen. Guten Appetit. Das ist deins. Sina hat bei Tisch andere Vorlieben als Oliver. Weißt du, was der Unterschied ist? Du bist Vegetarierin. Und ich esse Fleisch. Und du isst im Normalfall kein Fleisch, sondern Bananen, Nüsse und Orangen. Und was wir beide machen, ist, wir schmatzen. Du schmatzt nur lauter als ich. Schmeckt's? Spätestens der moderne Mensch entwickelt zusätzlich die Technik des Bratens. Du kannst das andere gerne essen. Das Steak aus der Pfanne. Eine Erfindung mit Vorteil? Gebratenes Essen ist viel bekömmlicher als Rohkost. So kann die Energie dem Gehirn nämlich viel schneller zugeführt werden. Der Nachteil, den die Sina hat, ist, dass sie extrem lang verdauen muss. Aber dadurch, dass wir aktiver sind, müssen wir uns das Fleisch auch regelmäßig besorgen. Wir müssen jagen. Das kostet Kraft. Auf der anderen Seite bringt es uns was. Je mehr Fleisch wir essen, desto mehr Proteine nehmen wir zu uns. Oder? Also Proteine fördern die Leistungsfähigkeit des Gehirns. Fertig. Guck. Der letzte Bissen. Hat es dir auch geschmeckt? Also so eine süße Szene. Ich glaube, ich hätte mich totgelacht an Ihrer Stelle. Wie konnten Sie sich denn da beherrschen? Schwierig, zumal man wusste ja, auf was Sina aus ist. Sie sah meinen Teller und jeder wusste, ihr Teller ignoriert sie, die Banane, die Orange drauf. Der Fokus war auf meinem Teller. Aha. Nur was er da macht, darauf waren wir gespannt. Aber wie gesagt, nur einmal gefilmt. Nur einmal, also nur keine einmal Wiederholung. Keine Wiederholung. Was ja ungewöhnlich ist, ne? Normalerweise Richtig. Wird ja alles tausendmal wiederholt. Ja, als wir da saßen in der Vorbereitung, da saßen wir, wir sitzen ja mehr oder minder nebeneinander, da lief ihr der Sabber richtig aus dem Mund. Und ich rief nur, Axel, wir sollten losmachen, ne? Gleich fällt die über meinen Teller her. Nur, was dann passierte, hat uns alle verwundert. Ne? Und sie ist ganz schön stark. Sie wollten sie einmal so wegschubsen. Das hat sie sich gar nicht so gefallen. Sie haben keine Chance. Sie versuchen, sie wegzudrücken, keinen Millimeter. Mhm. Ich hatte die Erfahrung später mal gemacht, da wollte sie nicht mehr laufen und hat mich zu sich runtergezogen. Da haben sie keine Chance, nicht einen Hauch. Mhm. Es liegt sicherlich daran, dass es ihr ganz gut geschmeckt hat, oder? Dass sie da so sich nichts hat nehmen lassen. Ja, zumindest wir alle haben damit gerechnet, dass sie sich auf mein Steak stürzt. Und wir hatten zwei Steaks, kann ich ja sagen. Für alle Fälle. Für alle Fälle. Ja. Und, aber das Steak hat sie links liegen lassen. Sie hat mit ihren riesigen Händen, mit ihren großen Fingern jede Erbse einzeln von meinem Teller gepickt. Aha. Und zum Schluss, als sie die Erbsen gefressen hatte, oder gegessen hatte, kann man ja auch sagen, hat sie sich die Kartoffel geschnappt. Und was sie nicht mochte, war Rosmarin. Denn die Rosmarinhaut hat sie liegen lassen. Das heißt, sie hat die Kartoffel von innen ausgeschält. Aha. Wir kommen ja gleich noch auf die Ernährung von Frühmenschen zu sprechen. Aber jetzt noch mal, um bei Sina zu bleiben. Warum hat sie das Steak liegen lassen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, es liegt damit zusammen, sie ist ja eine Gefangene, die nicht mehr in Westafrika oder in Zentralafrika lebt. Da essen sie normal schon als Schimpansen alles, als auch Fleisch, aber in Gefangenschaft werden sie nicht mit Fleisch gefüttert. Aha, also ich denke, es liegt daran, aha, sie bekommt Bananen, Früchte. Ja. Nun frage ich mich, wie hat man überhaupt Sina dazu bekommen, dass sie da in irgendeiner Form mitmacht? Also man könnte auch sagen, sie hatte keine Wahl, aber ne, haben Sie sie irgendwie überzeugen müssen? Sagen wir es mal so, sie hatte Zeiten, die wir von uns auch kennen. Sie war vormittags recht fit, sagen wir mal am Tag so 3 Stunden und die Stunden sollten nach Möglichkeit am Vormittag liegen. Nachmittags wurde sie ziemlich müde und wenn sie keine Lust mehr hatte, hat sie sich einfach fahren lassen. Wen? Sack Zement. Und heben Sie einen Sack Zement auf, da haben Sie keine Chance. Also da war wirklich aus die Maus. Aber sie war sehr kooperativ und ich meine, wie man sich vorstellen kann, sie war sehr neugierig, wissbegierig, hat verspielt quasi, ne? wie ein kleines Kind. Alles, was man in die Hand genommen hat, hat sie auch in die Hand genommen. Sie war sehr taktil, das fand ich auffällig. Und
Wir haben wunderschöne Szenen. Wir haben super viele Szenen, die noch übrig sind, die wir gar nicht benutzt haben. Wo sie sich meinen Arm schnappt und zu sich rüberzieht, wo sie mich in den Schwitzkasten nimmt. Und, also eine tolle, tolle Erfahrung. Man kann sich den Film auch ganz nochmal anschauen. Wo man das machen kann, das verrate ich Ihnen später. Müssen schon dranbleiben in meinen Wissenstipps. Ich möchte aber jetzt nochmal auf die Ernährung zu sprechen kommen, die ja in der Evolution einfach auch eine wichtige Rolle spielt. Wir haben hier zwei Schädel auf dem Tisch liegen. Die stammen aus einer ähnlichen Zeit, so um 1,8 Millionen Jahren. Mhm. Sind aber von zwei unterschiedlichen Arten. Was kann man jetzt da genau ablesen, was die Ernährung dieser beiden Arten angeht? Okay, das sind zwei klassische Stellvertreter in der Evolution des Menschen. Das hier ist ein Schädel von Homo rudolfensis, dem ersten Urmenschen. Und das hier ist ein Schädel von Australopithecus boisei, dem sogenannten Nussknackermensch. Nun fangen wir ganz kurz mit diesem Schädel an. Das ist unser Urahn, der erste Urmensch.